gibt mir keine Schokolade. Ja, mein nächster Gast, der Oberösterreicher Georg Redelhammer, ist Multiple Sklerose-Patient. Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems mit sehr unterschiedlichen Verlaufsformen, aber meist doch mit bleibenden Beeinträchtigungen. Heilung gibt es derzeit keine. Nach langen Irrwegen allerdings glaubt Georg Redelhammer, die Therapie gefunden zu haben, die seine Krankheit für immer stoppt. Mehr als das. Er sagt, er habe die Krankheit nicht mehr. Herzlich willkommen, Georg Redelhammer. Wie geht es Ihnen nach diesem Eingriff in Russland? Wir kommen dann darauf noch zu sprechen. In Moskau vor 1,5 Jahren heute. Sehr gut. Es hat sich die Situation bei mir stabilisiert, was das hauptsächliche Ziel war. Aber meine eigentliche Reise beginnt jetzt tatsächlich nämlich zur vollen Mobilität wieder. Ja, aber interessant finde ich, dass Sie sagen, ich habe die Krankheit nicht mehr. Richtig. Genau so. Sie empfinden sich als geheilt. Das ist mal Ihre Meinung dazu. Wir haben ja auch mit Ihrem Neurologen gesprochen. Aber vielleicht wenden wir mal ein bisschen zurück. Begonnen hat es damals eben vor 19 Jahren und Sie haben keine schulmedizinische Behandlung gemacht? Doch. Das schon. Das war der Kompromiss eigentlich mit meiner Ex-Frau, mit der Claudia. Die hat gesagt, egal was du tust, du machst aber all das, was dir der Arzt sagt. Und was immer deine Reise dann sein wird, ich unterstütze dich, aber schulmedizinisch auf alle Fälle. Nach außen hin haben Sie es überhaupt total verschwiegen. Beruflich kann man das nachvollziehen. Privat, haben Sie sich geniert für die Krankheit? Ich habe mich nicht geniert für die Krankheit, aber ich, vor allem meinen Kindern gegenüber, wollte ich kein verwundbarer Papa sein. Ich wollte der Papa sein, der ganz stark ist, der normal Fußball spielt. Das ist mir auch gelungen anfänglich. Und wollte eigentlich sie mit dieser Krankheit nicht belasten. Ich habe mich auch nie, muss ich auch sagen, mich in MS-Foren herumgetrieben, um zu sehen, wie schlimm es werden kann. Wie optimistisch Sie sind, beweist der Umstand, dass Sie trotz dieser Krankheit sich 2010 selbstständig gemacht haben und noch dazu ein Jahr nach der Geburt Ihres dritten Kindes. Ich wusste, ich finde einen Weg. Ich muss nur wissen, was dieser Trigger ist, was dieser Auslöser sein könnte. Und daher habe ich unheimlich viel probiert. Ja, also das ist ja wirklich die wundersame Reise zur magischen Heilung. Das haben Sie sich so erhofft, so eine Art Wunderheilung, weil Sie haben ja wirklich nichts auslassen. Seriöses, muss man auch sagen, Sie waren bei Hypnotiseuren und Energetikern, sowie Unseriöses, Sie waren bei Hexen, bei Gurus. Was war denn das Absurdeste, was Sie gemacht haben? Also ich möchte gar nicht sagen, dass es unseriös ist, weil ich belächle nicht, was die tun, was die Hexen tun oder die Astrologen tun. Na gut, aber Sie schreiben davon sehr teuren Wunderzuckerln, zum Beispiel in Russland. Naja, also Sie haben schon unseriöse Dinge da beschrieben, genauso wie Dinge, die man vielleicht belächelt, die Ihnen aber durchaus gut getan haben. Genau, genau. Ja, nur das, was Sie gesucht haben, haben Sie zunächst keinesfalls gefunden, nämlich das, was Sie erhofft haben, dass es die Krankheit stoppt, den Krankheitsverlauf stoppt, bis Sie John getroffen haben. Ich bin seit 2008 beruflich sehr viel in Russland und 2019, Anfang des Jahres, hat mir ein Freund gesagt, so, komm, wir gehen jetzt essen. Und ein anderer Freund hat gesagt, Georg, du musst den John kennenlernen, der hat gerade eine Stammzellentransplantation gemacht, der hatte MS, triff dich doch mit ihm. Und dieser Februar 2019 hat dann tatsächlich mein Leben verändert. Weil Sie waren so beeindruckt von der Erzählung dieses Mannes, der genauso in einem ähnlich vergleichbaren Stadium Multiple Sklerose hatte wie Sie zum damaligen Zeitpunkt und Ihnen erklärt hat, ich kann wieder gehen. Der hat zu mir gesagt, als er mich da reingekommen gesehen hat in das Restaurant, hat er gesagt, Georg, vor einem Jahr bin ich genauso gegangen wie du und jetzt fahre ich wieder Ski. Mehr hat es natürlich nicht gebraucht als Österreicher, dass ich wieder Ski fahren konnte oder möglicherweise kann. Und habe mir dann seine Geschichte angehört und habe dann innerhalb von 4 Wochen einen Termin gehabt für diese Stammzellentransplantation in Moskau. Es gab aber natürlich ein Hindernis dabei, das muss ich auch noch sagen, weil diese Transplantation wird nicht bezahlt von der Krankenkasse, sondern das musste ich mir selber bezahlen. Und ich habe ihm gesagt, John, ich würde das gerne tun, aber ich kann mir das nicht leisten. Ich habe keine $50.000. $50.000? Ja. Genau, und dann saß an dem Tisch mein Freund Armin, der hat gesagt, Georg, ich borg dir das Geld, du machst das. Toll, also ich meine, eine wirkliche Freundschaft. Mhm. Das heißt, Sie konnten das machen, eine ganz spezielle Form der Stammzelltherapie. Nur finde ich es interessant, Sie haben Ihren Neurologen in Österreich vorher nicht dazu befragt.
ob sie das machen sollen oder nicht. Sie waren so begeistert und gesagt, das mache ich. Nun, wir haben ihn vorweg befragt, weil ich habe mir gedacht, ich lade jetzt nicht jemanden ein, der hier vielleicht Hoffnung verbreitet und das ist alles quasi für die Fisch, sie sind begeistert, aber wer weiß, wie lange das anhält. Und wir haben ihn kontaktiert, und zwar den Herrn Professor Christian Lampl, den Sie sagen ja eben von sich, geheilt zu sein. Und ich wollte wissen, ob er das auch so sieht. Die Therapieform ist sehr radikal, nämlich Chemotherapie mit Stammzellentransplantation. Das Ergebnis ist, dass das gesamte Immunsystem sozusagen durch die Chemotherapie mehr oder weniger gelöscht wurde und mit eigenen Stammzellen wieder neu aufgebaut. So gesehen kann man jetzt sagen, Herr Redelhammer ist MS-frei. Von einer Heilung kann man allerdings nicht ausgehen. Die Zeit wird zeigen, ob die MS sozusagen wieder zurückkommt. Das wird messbar und auch sichtbar sein. Aber die Resultate der Therapie sind sehr eindrucksvoll. Während der letzten 15 Jahre machten dort ca. 2000 Patienten die autologe Stammzellentransplantation. 75-95% davon haben nach 5 Jahren keine weiteren Schübe mehr. Viele haben eine deutliche, vor allem klinische Verbesserung erzielt, können wieder gehen, manche sogar wieder laufen. In jedem Fall hat Herr Redelhammer viel Zeit gewonnen. Sie haben es also gewagt, dank Ihrem tollen Freund. Richtig. Man tötet eigentlich das Immunsystem und restartet es wieder. Und der Restart passiert dann, indem man diese Stammzellen, die vorher eingefroren waren, wieder auftaut und wieder zurück in den Körper führt. Damit ist es eigentlich erledigt. Allerdings ist das noch ein bisschen eine gefährliche Zeit, weil das Immunsystem ist knockert. Zumindest 10 Tage lang. Dann sind die Leukozyten wieder auf einem Stand, wo man sagt, okay, der kann wieder raus. Aber im Oktober 2019, noch lange vor Corona, bin ich dann zurückgeflogen nach Österreich mit Maske, mit Handschuhen, mit sehr geschützt. Desinfektion und bin dann noch fast 3 Monate lang, bis dann die tatsächliche Isolation von Corona angefangen hat, in Isolation schon gewesen. So gesehen, für Sie war das eh günstig an sich. Für mich war es totaler, günstig. Totaler Schutz. Genau. Aber wie haben Sie sich gefühlt? Ich habe mich super gefühlt eigentlich, weil nach dieser oder ein Teil dieser Behandlung ist auch, dass man bekommt auch Steroide, man bekommt auch das Blut wird wunderbar aufgeputscht. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich wusste, das war die richtige Entscheidung und dann habe ich eigentlich mein Buch begonnen zu schreiben, was mir psychisch eine unheimliche Stütze war. Und während ich das Buch geschrieben habe, bin ich eigentlich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich medizinisch ja, aber die wahre Heilung liegt eigentlich in mir selber, in der Kraft in mir. Aber ohne der Therapie wäre es, oder ist es Ihnen ja offensichtlich auch nicht gelungen, also ohne dem Eingriff, das muss man schon auch sagen, ganz allein geht es nicht. Nein. Aber danach natürlich hilft es, wenn Sie das tun. Und es ist ein kontinuierliches, langsames Antrainieren, aber immer begleitet von dem Gefühl, ich habe die Krankheit nicht mehr. Ja, also das begleitet mich jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, wenn ich schlafe, dieses Gefühl, dass ich sage, okay, es geht zwar schwer manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter, aber ich habe das Ding nicht mehr. Und all das, was ich jetzt tue, hilft mir in ein neues Leben. Eine sehr beeindruckende Geschichte, also wer die Kleinigkeit von $50,000 bereit hat oder einen guten Freund, das spricht sehr für Sie, dass Sie solche Freunde haben, der kann es wagen. Danke vielmals, dass Sie es uns erzählt haben und ich finde auch in Ihrem Buch, da schreiben Sie auch so wunderbare Schlussworte. Wenn ich auch nur einem Menschen Hoffnung gegeben habe, wenn ich nur einem Menschen den Ausweg gezeigt habe oder ihn vor dem Rollstuhl bewahren kann, dann weißt du, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Danke. Vielen Dank, Georg Redelhammer. Entschuldigung. Wer kann nur sagen, wir hoffen, dass es in dieser Form weitergeht. Das berührt mich ja nicht immer so. Das ist gut. Also für mich ist es wichtig, dass die Krankheit einmal stoppt. Und bei mir ist es gestoppt. So. Jetzt haben wir geweint, alles gut. Wunderbar. Na, alles gut.
Wollen Sie noch bleiben ein bisschen? Für uns. Ja, ich bleibe gerne auch bei Ihnen. Wir können gerne bleiben. Glaserl Wasser. Ja, alles gut.